Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Dampferzimmer. Heute soll es um den Chariot RTA gehen. Es ist ein MTL-Verdampfer. Ich würde sagen, der kann auch restriktiv DL, wenn man die Einsätze halt nicht einsetzt. Der von, muss ich spicken, Arcana Mods wurde entwickelt. Dann wurde Pipeline mit ins Boot genommen. Es wurden noch so ein paar Feinheiten geändert und jetzt ist er in Produktion und hat in den nächsten Tagen seine Premiere hier bei uns in Deutschland. So ein bisschen was zu den Hintergründen. Also das ist ein Modder, der ein paar High-End-Freaks im Fernen Osten um sich rum hat, die eigentlich auf europäische High-End-Verdampfer stehen. Und die haben sich hingesetzt und haben sich einen Verdampfer so gebaut, wie sie ihn gerne hätten. Ne, das heißt also, die Technik, die dahinter steckt, das Design, das Material, das haben die sich so zusammengestellt, wie sie sich einen super Verdampfer vorstellen und haben zugesehen, dass sie das Ganze realisieren. Da einer dieser Menschen in China lebt, ist die Produktion oder hat die Produktion jetzt auch in China stattgefunden. Ne? Allerdings mit der Zusammenarbeit mit Pipeline, da gibt es halt so ein bisschen Grundwissen für die Entwicklung, für den Vertrieb und sowas alles. Ne? Also deshalb haben die kooperiert, die beiden. Das erklärt auch den in meinen Augen recht günstigen Preis. Er ist für unter 100 Euro zu haben, obwohl er meiner Meinung nach den großen Guten, die so in Europa vertrieben werden, in nichts nachsteht. Ich bin immer gegen so günstig Dinger, weil man schlechte Ersatzteile bekommt, der Support bescheiden ist und so weiter. Da die Jungs aber Pipeline im Rücken haben, braucht man sich um diese ganzen Sachen keine Gedanken machen. Ne? Also sowohl der Support als auch der Service, als auch die Ersatzteilversorgung ist hier bei dem Gerät gegeben. So viel kurz zum Hintergrund. Ich dampfe mal eben. Also, ich habe jetzt mehrere Wicklungen ausprobiert und mehrere Lufteinstellungen. Diesen äußeren Ring, womit man diese Feinjustierung machen kann, den habe ich nie genutzt. Ich habe den drei Löcher auf und alles, was ich ändern wollte, habe ich unter der Keule geändert. Da gibt es so Einsätze zum Reinschrauben. Gefällt mir sehr gut. Nähere Details sage ich euch gleich noch auf dem Tisch. Ich habe einen normalen Kantal-Runddraht genommen. Ich habe Edelstahl-Runddraht genommen. Entschuldigung. Um mal zu gucken, ob er im TC richtig funktioniert. Dann habe ich jetzt so eine handgeklöppelte da reingeschmissen, um zu gucken, ob er nicht zu warm wird. Ne? Also für mich hat er alle Tests bestanden. Er liefert selbst mit sehr geringem Luftzug vernünftig Geschmack. Das ist oftmals die Schwäche, dass Verdampfer, wenn die zu wenig Luft haben, nichts mehr an Geschmack bringen. Ne? Also das liefert er hier auch einwandfrei. Also, das wird jetzt kein Lobeslied, ne? Kein Verkaufsgespräch hier. Ich bin nur, wie ihr denke ich merkt, ziemlich begeistert von dem kleinen Kacker hier. Wie immer, das ist, ihr zieht euch hier aus dem Video das raus, was für euch interessant ist und was für euch wichtig ist und entscheidet selbst. Ich kann nur Feedback für mich geben, ich finde ihn klasse. Ne? Also die Technik, die dahinter ist. Kleines Beispiel. Mich hat der Arise unheimlich begeistert aufgrund des Handlings. Handling bei dem hier ist, also wenn man den Arise täglich nutzt, ist der Arise ein Ticken besser. Wenn man den Arise nicht täglich nutzt, ist er mir ein bisschen zu schwergängig und da finde ich den hier wieder besser. Aber ne, da erkläre ich euch gleich auf dem Tisch, was ich damit meine. Ich werde den jetzt so voll, wie er ist, lassen. Ich werde nur die Suppe einmal rauskippen, damit ich euch dann einmal das komplette Innenleben zeigen kann. Und ich zeige euch, was im Karton mit dabei ist. Also ich würde sagen, wir wandern jetzt mal auf den Tisch. Und dann erzähle ich euch auch noch ein bisschen zu den Details. Tankvolumen, Größe und so ein Schnüssel. Das erzähle ich euch gleich alles. Also, Abmarsch auf den Tisch. Zack, da seid ihr auf dem Tisch. Ich probiere heute mal eine andere Kameraeinstellung aus. Dann kann ich nämlich hier schön mit beiden Händen fummeln, wie ich will.
Ich hoffe, ich rutsche nicht aus dem Bild raus, weil ihr seid jetzt genau da drüber. Ich habe die Lampe ein bisschen an der Seite. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Wir probieren das jetzt einfach mal. Gut, was ich gerade im Vorspann nicht erzählt habe, oder im Vorwort, der schmeckt gut. Der schmeckt richtig, richtig gut. Also, er schmeckt super. Also, klasse schmeckt er. Ne? Nur mal so. Ich mag zum Beispiel den Kaifun nicht und dachte bis jetzt immer, kleine Kammern liegen mir nicht. Ne? Also der Kaifun, der schmeckt für mich immer so ein bisschen MP3, sage ich dazu, als würden die Spitzen abgeschnitten. Das hat der hier nicht. Der erinnert mich so ein bisschen an den kleinen Zwerg hier, an den Dwarf. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Naja, gut. Habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Ist mir gerade in den Sinn gekommen. Gut, das ist die Verpackung. Hier, das ist so ein bisschen. Also meine Vermutung ist, das ist so die Seitenansicht eines Streitwagenrades, die dann diese Spitzen an der Seite haben. Ne? Deshalb heißt der Streitwagen. Hab ich mir von Google sagen lassen. Chariot, Streitwagen. Gut, dabei ist einmal so eine Karte, wo man die überall findet. Im Social Media eine Anleitung. Ist auch Deutsch dabei. Habe ich sogar reingeguckt, um zu gucken, wie man die Watte abschneidet. Also ich hatte das Glück, dass ich den vorab erwerben konnte, damit ich den so ein bisschen testen kann, um dann ein Video rauszubringen, wenn er wirklich rauskommt. Also deshalb, als ich mitbekommen habe, der kommt raus, habe ich ein paar Nachrichten geschickt und habe gefragt, ob es die Möglichkeit besteht, dass ich den vorab kaufen kann. Hat geklappt, ist eine Ausnahme gemacht worden, damit ich ein bisschen Zeit habe, mir den vorher mal anzusehen. So kommt er an. Mit einer Kleinigkeit noch mehr. Die Schrauben auf dem Deck, das sind sehr schmale Schlitzschrauben. Ich hatte jetzt einen Schlitzschraubendreher hier. Was ist das? Ein anderthalber, 1,5. Damit kriegt man die Schrauben am Deck vernünftig bedient. Aber da so einen Schraubendreher nicht jeder zu Hause hat, wird jetzt bei der Auslieferung so ein Schraubendreher mit dazugepackt, damit man den gleich wickeln kann. Im Ersatzteiltütchen sind außerdem solche kleinen Inbus-Madenschrauben, dass man diese Schlitzschrauben, die verbaut sind, gegen die austauscht. Ich persönlich mag lieber die Schlitzschrauben, weil wenn man die einmal vergriesgnaddelt und rund hat, dann ist das schon mal schwierig, die dann wieder rauszubekommen. Die Schlitzschraube kriegt man dann irgendwie immer noch da raus. Ne? Also deshalb mag ich die Schlitzschrauben lieber. Holen wir mal raus. So kommt er an. Als Reserve haben wir hier einen Glastank. Das ist ein PSU-Tank, der standardmäßig verbaut ist. Oben, da ist auch, weiß ich nicht, ob es PSU ist, vermute ich mal, das Trip-Tip. Das ist hier reingeschraubt. Ne? So, mit so einem kleinen Feingewinde ist hier oben der Kunststoffteil reingeschraubt. Aber keine Angst, ist ein 510er unten dran. Ne? Die Bohrung passt perfekt für mich. Das ist nur alles siffig. Ich habe nur Suppe raus und Zewa durchgefeudelt. Ne? So viel zum Drip-Tip. Passt gut. Ich habe auch kein Problem mit Kondens gehabt. Das hat also einwandfrei funktioniert. Hier unten runter sind zwei Schrauben und die Pluspol-Schraube. Die Pluspol-Schraube hat ein Linksgewinde. Ich habe da mal zwischendurch unten reingeguckt, um zu gucken, ob es da Kondensprobleme gibt oder was. Das war minimal schwitzig unten drin, aber nichts, was annähernd Probleme verursachen würde. Ne? Also kann man die beiden Schrauben los, dass sie mit Linksgewinde rausdrehen. Das ist auch so ein kleiner. Ein kleiner Kontrapunkt. Ich finde, der 510er steht auf keinen Fall weit genug raus, dass man ihn mechanisch betreiben könnte. Ne? Also der ist was für geregelte Mods, nichts für mechanische. Ne? Es sei denn, der mechanische hat einen vernünftigen 510er, aber Hybrid-Mods oder so auf keinen Fall. Da besteht die Gefahr, dass es einen kurzen gibt auf jeden Fall, weil er einfach nicht weit genug raussteht. Der Verdampfer hat hier sieht man das, zwei Punkte. Ne? Ich probiere das mal ohne Akkuträger. Das heißt also, wenn man ihn aufschraubt, dreht man das Ganze ja hier rüber. Und dann ist der Punkt hier versetzt und der Tank ist fest drauf. Man kann den Deckel abnehmen und durch diese beiden Löcher hier befüllen. Ne? Das hat so einen Bajonettverschluss hier oben. Wieder draufsetzen, dann dreht man einfach nur oben den Tank zu und dreht weiter. Und jetzt ist die Liquid Control auf. Ne? Bei dem Tank sieht man es nicht, ich mache gleich den Glastank rein. Beim Aufmachen, aufdrehen, ein Stückchen weiter drehen und
der Tank ist wieder so, dass man das hier oben abbauen kann, abnehmen kann. Das ist das, was ich meinte. Der ist so super leichtgängig, wenn ich das jetzt mit dem Arise vergleiche, den ich dann halt nicht täglich tanke, der geht deutlich schwerer zu bedienen, hat aber das gleiche Prinzip, nur beim Arise hat man dann keine Topcap in der Hand. Ne? Also deshalb würde ich sie, so wie ich sie gebrauche, auf ein Level stellen. Ne? Hier habe ich halt die Topcap in der Hand, dafür muss ich beim Arise Dollar drehen. So viel zu meinen Theorien. Ja, gut. So, Punkt auf Punkt. Ja, können wir abziehen. Zack. Hier ist das Deck, das zeige ich gleich. Als erstes, als er angekommen ist, habe ich den PSU-Tank runtergeschraubt. Das heißt also, man braucht das hier einfach nur auseinanderdrehen. Hier oben der Deckel ist einfach nur draufgeschraubt. Ja. Und kann den Tank hier rausnehmen und stattdessen den Glastank einsetzen. So. Dann wieder zudrehen. So. Gucken, dass auch Gummi auf Glas ist und nicht irgendwie Metall auf Glas und richtig schön zudrehen. Der muss schön fest zu sein, weil dieser Deckel hier über den Kamin hier läuft. Und oben am Kamin ist der Mechanismus für den Bajonettverschluss. Das heißt, wenn man das nicht richtig festzieht, kann es sein, dass man Probleme mit dem Deckel bekommt. Also wenn er mal hakelt oder so, kontrolliert mal, ob der Tank richtig zusammengebaut ist. So, Deckel wieder drauf, fertig. Pipeline-Logo ist drauf. Arcana-Mods-Logo ist drauf. Ich muss immer spicken. Mit Namen habe ich es nicht so. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Dann wird das hinterher wahrscheinlich besser. So, Trip-Tip drauf. Das Design muss man mögen. Ne? Am Anfang war ich ein bisschen erschrocken. Mittlerweile finde ich es voll cool. Ne? Also ist aber Geschmackssache. Gut, noch eine Kleinigkeit. Ah, das zeige ich euch gleich. Das ist ja Überraschungseffekt größer. So, das an die Seite, das Deck. Man hat hier vier Postschrauben insgesamt. Das heißt, egal ob man die Coil oben rum oder unten rum wickelt, man findet immer eine Möglichkeit, das hier irgendwo festzumachen. Finde ich sehr schön gelöst. Hier drunter ist die Luftführung. Im Moment ist kein Pin verbaut. Das heißt also, so kann man ihn dampfen und die Luft von außen regeln und dann restriktives DL dampfen. Das wird so funktionieren. Ich habe für mich am liebsten die 1,2 mm Luftschraube. Da haben wir Glück, so eine ist dabei. Das heißt also, hier sind die Luftschrauben. Muss ich mal näher rangehen, damit ihr was seht. 0,8, 1 mm, 1,2 mm und 1,4 mm. Die kann man unter der Coil positionieren. Das ist mein zweiter Negativpunkt. Man kann diesen Lufteinsatz nicht tauschen, wenn die Coil verbaut ist. Das heißt also, wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher es werden soll, baut den entsprechenden Pin ein, macht den Tank drauf und zieht einfach mal, ob euch das vom Zugverhalten gefällt. Denkt aber dran, wenn die Coil da drüber ist, wird es noch einen ganz kleinen Ticken strammer. Nicht viel, aber so einen ganz kleinen Ticken strammer wird es im Anschluss noch. Also ich habe die 1,2 für mich gefunden, die finde ich super. Und er fühlt sich auch an wie ein 1,2er. Es gibt ja auch andere Mods, dann fühlt sich der 1,2er an wie ein 1,4er. Wahrscheinlich, weil sonst noch wo Luft herkommt oder so, keine Ahnung. Aber hier sind die 1,2, die fühlen sich auch wirklich an wie so 1,2, die ich gewohnt bin. Ne? So, und die hier, die wird einfach unter die Coil da unten reingeschraubt. Mal einen Schraubendreher holen. Ich habe jetzt keinen passenden hier. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen, der einen Schlitz hat, wo es ungefähr passt. Einfach hier unten reindrehen, dass es richtig schön fest drin ist und gut ist. Ne? Das war es dann schon. Gut, wickeln. Dann wollen wir den mal wickeln. Also mein Wickelsockel. Mal gucken. Die Batterie ist leer, glaube ich. Dann ist egal. Ich wickel es trotzdem hier drauf. So. Also, Maße. Er hat 23 mm. In der Breite, ist ungefähr 4 cm hoch, boah, müsste ich spicken, ich glaube einen kleinen Ticken höher als, sind es 41 mm, also 4 cm hoch ohne Drip-Tip. 4 ml Tankvolumen hat er und er ist aus diesem Chirurgenstahl, wie heißt das noch, 304, guckt auf der Homepage nach, in der Artikelbeschreibung steht immer drin. Der ist auch ein bisschen besonders, weil dieser Stahl halt echt schwierig zu bearbeiten ist.
Er ist hochwertiger, der ist teurer, schwieriger zu bearbeiten. Also noch so ein Pluspunkt, was den in Europa eher unbezahlbar machen würde. Weil die Laufzeiten auf den Maschinen erhöhen sich dadurch, dass ein anderer Stahl verwendet worden ist, enorm. Der Einkaufspreis ist ein anderer, wobei das wahrscheinlich nicht ganz so übel ins Gewicht schlagen würde, wie die Maschinenzeiten mit dem Bediener dabei und so weiter. Nur mal so am Rande. Ich bin kein Metaller, ich habe da nicht so wirklich Ahnung von. Ich brabbel jetzt nach, was ich aufgeschnappt habe. Ja, seht's mir nach. Gut, ich habe jetzt einfach Kanthaldraht hier rumgeschmissen. Moment, wo ist er? Da. Nicht stechen. Beim ersten Mal wickeln habe ich mir den Kant. Ich habe das Gefühl bis auf den Knochen. Ich wollte da so abknibbeln. Und dann bin ich hoch, zu weit hoch, dann ist er abgerutscht und ich bin wieder runter und habe mir den Kanthaldraht. Also, das fühlte sich an, als wäre der Knochen getroffen. Aber ist schon. Ja, man sieht nur noch einen Punkt. Der ist schon wieder weg. Wenn ich gedrückt habe, hat es sogar geblutet. Nein, hat aber so. Nur so am Rande. Gut, also, bei dem ist es wirklich egal, wie rum man wickelt. Ich mache es nur jetzt auf 2,5 mm. Mal hier gucken. So, da ist 2,5. Und wickel jetzt einfach ein paar Mal rum. So, Coils mache ich wie immer, ne? Nach Gefühl. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So. Ich mache eine mehr und die doofe vorne ab. So. Und die hier wieder runter. So. Und wenn ich das so mikro gemacht habe, dann ziehe ich die einfach ein bisschen. Und dann habe ich die schön leicht spaced. So. Das sieht sogar gut aus, ey. Mal gucken, wie es gleich aussieht, wenn ich es eingebaut habe. So, reinlegen. Mache ich erstmal die eine Seite fest. Falscher Schraubendreher, nehme ich den richtigen. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles verlernt hier mit Wickeln und sowas alles. Ich bin so ein fauler Hund geworden. Ich mache so selten Videos und wenn ich einen Verdampfer habe, der läuft, dann lasse ich den einfach laufen und benutze den, bis er kacke schmeckt. Einfach vorbeigeschraubt. Ist ja super. Also die Kameraeinstellung ist, glaube ich, doch nicht ganz so gut, weil wenn ich hier schraube, dann seht ihr nichts, ne? Und ich auch nicht. Ist doppelt doof. So, da ist er fest. Hier hinten durch. Auch festdrehen. Ruhige Hand wäre gut dafür. So, rausgerutscht. Nicht fest genug gehalten. Der ist voll leicht zu wickeln, habe ich das erwähnt? Nein, der ist wirklich gut zu wickeln. Man darf sich nur nicht so doof anstellen wie ich jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Vorführeffekt, hätte ich fast gesagt. Aber das hört sich dann doof an, ne? So. Zack. Der ist wirklich leicht zu wickeln. Also man darf sich nur nicht so doof anstellen wie ich jetzt hier, ne? Gut, und jetzt kann man das hier so im Kreis drehen und dann geht das ab. Und dabei habe ich mir das Ding in die Finger gekloppt. Meine Herren. Da kam die Ruhrpott durch, habt ihr gemerkt, ne? So, schick. Also ich lasse die dann immer so. Ich lege die ein, einmal durch, festziehen und ich verändere nichts an der Höhe oder sonst irgendwie was, ne? Also mir passt der Flash so genau richtig. Flash und Geschmack, perfekt. Immer noch leer. Gut. Dann schraube ich das jetzt mal auf eine Box. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe den Boost nur angestellt. Muss ich vorsichtig sein mit dem Ausglühen. Und vielleicht die Leistung direkt mal ein bisschen runterdrehen. 19 Watt ist vielleicht ein bisschen viel. Ich gehe mal auf 12 runter. Und guck mal. Na, kommt gut, schön flink. So wie ich es mag. Also ich mag das nicht, wenn man erst drückt und stundenlang am Verdampfer nuckeln muss. Das finde ich ganz doof. Deshalb, ich mag hier echt gerne richtig schönen kleinen Draht, also mit einem geringen Querschnitt, damit da richtig schön flink ist. Das gefällt mir am besten, weil er halt auch mit diesen kleinen, ganz normalen Stino, stinknormalen Drähten einwandfrei abliefert. Also deshalb, ich habe die große mal reingepackt, um zu gucken, ob es da ein Problem gibt mit der Temperatur. Geschmacksunterschiede habe ich
kaum, minimal, wurde ein bisschen, also mein Dark Menthol wurde so ein bisschen schokoladiger. Ich kann nur sagen, dass ich ein bisschen, naja, hatte ich das Gefühl, das wurde so ein bisschen schokoladiger. Ne? Aber ist ja kein Schokoliquid, ist ja Dark Menthol. Ne? Deshalb hier einfach so Kantal, ist spitzenmäßig. So, ich habe mir da alles hingelegt. In Anleitung steht, ungefähr auf Verdampferbreite abschneiden. So habe ich das gemacht. Zack, auf jeder Seite, so breit wie der Verdampfer ist, abschneiden. Jetzt kann man das ausdünnen und durchkämmen bis zum geht nicht mehr. Was heißt bis zum geht nicht mehr? Aber ordentlich ausdünnen. Ne? Und ich schneide jetzt einfach hier so, mal so halten, so, einfach so schräg ab. Einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Ich muss gleich mal gucken, ob das überhaupt so geklappt hat, alles mit der Kameraeinstellung. Dass man hier so zwei Flügelchen hat. Dann kann man nämlich das Ende hier schön unten reinsetzen und hat es nicht zu sehr reingepresst. Aber in der Keule ist noch genug Watte. Habe ich mir vom Mark Todd abgeguckt. Irgendwann mal. Der hat das gemacht und ich dachte, das funktioniert gut. Und dann braucht man nicht so viel rumkämmen und ausdünnen. Ne? So. Erste Seite. Ach so. Seht ihr das? Hier ist einfach nur so eine Wattetasche mit so einem Schlitz vorne. Und da geht dann gleich die Glocke drüber. Wenn man die Liquid Control aufmacht, sind die Schlitze übereinander. Und wenn man es zumacht, sind die voneinander getrennt und gut ist. So. Und da stecke ich jetzt einfach da unten rein. Dadurch, dass ich die so schräg abgesteckt habe, ist das auch nicht zu press da unten drin, sondern fluppt einfach so da rein. So. Zum Glück habe ich mein Täschchen hier stehen, sonst hätte ich jetzt wieder Liquid gesucht. Ein bisschen Suppe drauf. Ein bisschen warm machen, dann zieht es besser ein. Dann, wenn jetzt gleich die Suppe drauf ist, richte ich nochmal die Frisur. So, einfach nur so ein bisschen hier, dass es schick aussieht. Auge dampft ja mit. Wobei mir nicht immer, was ich manchmal dafür Wicklungen reinkluppe. So, das war's schon. Hatzi fatzi. Und wenn ihr soweit seid und habt noch alle Luftschrauben da drin, dann könnt ihr euch ärgern, dann könnt ihr das wieder rausbauen. So, ich könnte das noch ein bisschen mittiger setzen. Ne? Ist nicht mittig. Hätte ich vielleicht vorher mal ausrichten sollen. Ich schussel. So ist schon schöner. Gut, dann Punkt am Tank suchen. Da ist er. Der Punkt an dem Tank ist übrigens immer da, wo der Luftschlauch... Ah, das ist mir gerade das erste Mal aufgefallen. Hier, der Punkt ist immer da, wo der Liquid-Schlitz ist. Da braucht man nicht so lange suchen. Ist mir jetzt wirklich das erste Mal aufgefallen. Also, wenn man das Logo sieht, Viertelumdrehung weiter, kommt der Punkt. So, und das jetzt hier auf den anderen Punkt drauf. Jetzt drehe ich erstmal Richtung zu. So, als würde ich ihn abschrauben. Moment, ich schraube immer richtig fest. So, ich drehe in Richtung zu. Hab dann gleichzeitig oben den Deckel aufgedreht und die Liquid-Control geschlossen. Finde ich voll geil. Das ist so eine Kleinigkeit, ne? Da kann man mir richtig Spaß, Freude mitmachen. Wie seht ihr besser? So, weiß ich nicht. Ich fülle jetzt einfach auf. So, Tank voll machen. Hier sind zwei O-Ringe, damit die Kleckersuppe auch oben drauf bleibt und nicht rausläuft. Ne? So, zack. Jetzt habe ich den Deckel zugedreht und wenn ich jetzt weiter drehe, hier ist der Punkt, ist die Liquid-Control auf. Ne? Das heißt also hier und da. So, jetzt lasse ich den mal ein bisschen vollsaugen. Achso, und wenn ihr zwischendurch mal in die Wicklung müsst, ist das auch kein Problem. Ne? Oben die Kappe zulassen, nur den Tank drehen, dass wieder hier Punkt auf Punkt steht und dann könnt ihr den Tank abnehmen. So. Seht ihr? Zack. Einfach hingestellt. Und da kommt nichts raus. Das ist der Hammer, ne? Das ist Flashy-Style. Also beim Flashy kann man das ja auch machen. Kann man abziehen und so auf den Tisch stellen, dass die Duchte nach unten zeigen. Und hier ist das gleiche Prinzip. Ne? Am besten funktioniert es, wenn der Tank voll ist. Ich habe ihn jetzt nicht ganz voll, deshalb
Ich will kein Malheur. Nicht, dass wenn ich kippe und da kommt Luft ans eine Loch, dass es dann aus dem anderen rauskommt. Ne? Das ist jetzt Unterdruckprinzip. Solange hier unten an die Liquid-Zufuhr keine Luftblase kommt, kann der Tank keinen Druckausgleich machen und es kommt unten nichts raus. Finde ich voll gut. So, jetzt habe ich nochmal zugemacht. Jetzt sehe ich, hier steht noch ein bisschen Watte über. Die schmeiße ich jetzt nochmal in die Kammer rein, dass es nicht daneben hängt. So. Und dann wieder hier den Punkt suchen. Da ist er. Hier ist der Punkt direkt an der Liquid Control und die dann übereinander stellen, zudrücken, aufdrehen, fertig. Ne? Also voll geil. Zack, auf zum Betanken. Wieder zumachen. Deckel zudrehen, weiter drehen, Liquid Control ist auf. Und das geht so smooth und einfach. Also, finde ich richtig gut. So, jetzt probiere ich mal, wie doll nach Watte schmeckt. Kommt nichts. Habe ich. Hier unten, hier ist noch so eine Air Control. So, ich drehe es immer so weit, also ganz gegen den Uhrzeigersinn, bis ich die drei Löcher auf habe. So, dann kommt auch was. Ich habe mich gerade gewundert, so stramm, das geht doch gar nicht. So. Da. Und der liefert einfacher Kanthal-Rundrad, ich weiß nicht, 5, 6 Umdrehungen rein. Wie viel Ohm habe ich jetzt? 1,9, 1,19 Ohm, 12 Watt. Das Ding liefert. Ich bin wirklich absolut begeistert. Tut mir leid, dass ich hier so ein Lobeslied singe, aber wirklich tipptopp. Also, einzige Negativpunkte, die mir jetzt so aufgefallen sind, ist der etwas zu kurze Pluspol, dass man ihn nicht auf dem Mech betreiben kann oder so. Und man kann die Luft im Nachhinein, wenn die Wicklung drin ist, nicht so ohne weiteres verstellen. Müsste man halt die Wicklung raus und wieder rein. Aber so, na gut. So, ich werde mir jetzt nochmal mein Video hier angucken, was ich auf dem Tisch gedreht habe. Mal gucken, ob das so einigermaßen geklappt hat, dass ich es auch benutzen kann. Und dann sehen wir uns gleich nochmal in der Total. Also, dann würde ich sagen, suche ich auf meiner Uhr den Stoppknopf und würde sagen, bis gleich im Ganzen. So, zack, da seid ihr wieder im Ganzen. Also, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, ich habe jetzt nicht alles angeguckt, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe hier die Kamera hier oben dran gehangen, damit ich dann halt vernünftig von oben filmen kann und die Lampe ein bisschen verstellt, damit es nicht so viel spiegelt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgefragt, weil ich das mit dem Modder nicht so ganz verstanden habe. Also, es sind zwei Modder, die das Ganze angefangen haben zu entwickeln. Und zwar, ich habe mir das aufgeschrieben. Harris und Damon, das sind die beiden Modder, die sich zusammengesetzt haben und rumgesponnen haben, wie ihr perfekter Verdampfer aussehen würde. Und haben dann einfach angefangen. Der Harris hat einen Vape-Shop in China und ist da zum Beispiel Distributor für die Codes, für Stadtqualm. Der hat also High-End in seinem Laden und das in China und der verkauft das da sogar. Also. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt gerade auch noch mitbekommen, es wird in Zukunft auch noch Zubehör dafür geben, für den Chariot. Andere Top Cap, wem das Streitwagendesign hier oben nicht so gefällt, zum Beispiel. Oder ein anderes Tankshield, das dann irgendwie Metall und Glas zusammen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da noch zusätzliche Sachen in Planung. Gut, ich hatte gerade so viel im Kopf, was ich noch erzählen wollte. Ich dampf mal kurz, da habe ich noch Zeit, ein bisschen zu denken. Ach, noch was. Hier. Kleinigkeit. Das finde ich voll geil. Warte, ich komme mal näher. Also, hier ist die Gebrauchsanweisung. Und hier oben steht halt 90 Grad nach links drehen. Geil, ne? Also ich vermute, dass in der neuen Bedienungsanleitung der Pfeil in die andere Richtung geht. Dass man es dann auch gerade sieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt was geworden ist, so kurz davor in die Kamera zu halten. Ja gut, fand ich so ein Gimmick. Das ist mir als erstes aufgefallen, als ich in die Anleitung geguckt habe. Das fand ich ganz gut. Ja, was soll ich sagen? Er liefert, er kann TC. Er wird auch mit etwas massiveren Coils nicht zu heiß. Und ich habe ihn jetzt eine Woche getestet und normalerweise, wenn ich teste, habe ich immer so meine Lieblingsdampfe daneben und dampf ab und zu den anderen. Ne?
Habe ich bei dem nicht gemacht. Und ich war am Anfang, bin ich ehrlich, nicht ganz überzeugt von dem Design. Mittlerweile finde ich es gut. Und selbst auf der schwarzen Box gefällt er mir gut so. Also meine Frau sieht das anders. Die mag ihn nicht so sehr vom Aussehen her, aber ich finde ihn gut. So, ich will das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich würde sagen, ich wünsche euch was. Ich sehe zu, dass ich das jetzt noch geschnitten kriege, weil wir haben heute den 12. Am 14. kommt raus. Am 13. wollte ich es wahrscheinlich online stellen, dass man vielleicht vorm Bestellen sich schon mal ein Video angucken kann und für sich entscheiden kann, ist das Ding was für mich oder ist es nichts für mich. Also nochmal ganz explizit. Ich bin ja niemand, der euch irgendwas andrehen will. Oder ich hoffe, also ich denke, man merkt das auch. Ne? Also ich erzähle euch, wenn ich was toll finde und ich versuche es so lieb wie möglich zu sagen, wenn ich was Kacke finde. Ne? Aber das finde ich wirklich toll hier. Ja. Gut. Das soll es gewesen sein und ich würde sagen, bis demnächst.